Lust auf Hellas und mehr? Na, schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen? Heute geht es für die süße Urlaubswirklichkeit auf die griechische Insel Kos. Das Signaturtempelchen des Robinson-Clubs Daidalos steht, wie es die Betreiber solcher Immobilien so lieben, am Rand eines Steilhangs. Unverbaubarer Blick, 1A-Lage aus Maklersicht. Aber auch keine Sorge aus Urlauberperspektive, der Strand ist sehr leicht erreichbar. Auch die Clubanlage selbst hat ein leichtes Gefälle, sodass viele Zimmer den One-Million-Dollar-View haben. Daidalos ist baulich einer der schönsten Robinson-Clubs. Innen aufgeräumt eher schlichter, aber von der reduzierten Architektur her und dem griechischen Farbdreiklang weiß-blau-grün eine Wohltat fürs Auge. Mit über 300 Zimmern ist die Anlage zwar nicht klein, aber so hübsch verwinkelt, dass man fast überall schon intime Ecken findet. Und ohne die griechische Mythologie jetzt überzustrapazieren, mit einem Ferienclub, ein bisschen was von einem elysischen Garten, könnte man schon hineininterpretieren. Mit dem Fahrstuhl schwebt man als Gast eher profan, aber dafür sehr praktisch, die fast 60 Meter hinunter, um vom Clubplateau zum aktionsgeladenen Strand zu kommen. Hier ist das Revier der Segler und Surfer. Wassersport ist die Nummer 1 im Angebot. Vor der Südküste von Kos kann der Wind schon ganz schön pusten. Zum Glück bleiben die Wellen in der Regel eher flach. Den flotten Flitzen steht also wenig im Wege. Selbst für Anfänger, aber vor allem für Fortgeschrittene und Profis ist das hier, wie ich mir habe sagen lassen, von den Surfakrobaten ein erstklassiges Revier. Klar kann man auch am Strand seinen Spaß haben. Und Beachvolleyball zeige ich auch eigentlich nur, weil es beweist, der Sand ist fein und weich und daher genau das, was es braucht für einen zünftigen auch Strandurlaub. Als ich in Daidalos drehte, konnten die Gäste sich sogar noch mit ganz kleinen Bällen vergnügen. Ein bisschen Schnuppergolfen ohne richtigen Golfkurs, just for fun. Leider gibt es das Angebot aktuell nicht mehr, schade eigentlich. Dafür kann man sich beim Tennis nach wie vor auspowern, bis der Arm schmerzt. Schwerpunkt auf den Quarzsandplätzen ist, wie in jedem Club, die Schulung. Training und Urlaub ergänzen sich ja auch perfekt. Endlich mal Zeit. Was den Club von einem Hotel unterscheidet, hier finden geneigte Sportler ganz einfach Wettkampfpartner, kleine Turniere als Ansporn. Wer früher gerne Cowboy und Native American spielte, der hat sicher auch ein Herz für eine der etwas skurrilen Outdoor-Aktivitäten, die seit den Urclubs bei Robinson gepflegt wird, das Bogenschießen. Ist viel schwerer als es aussieht, fördert die Meditation und die Muskelkater im rechten Arm. Da soll die Lust an schmerzenden Waden nicht zu kurz kommen. Gerade Daidalos mit seinen etwas gerölligen Berg- und Talpfaden drumherum ist für Mountainbiker ein beliebter Playground. Das deutsche Wort Spielwiese wäre angesichts der Bodenbeschaffenheit ja auch etwas verniedlichend. Aber wer in der Sonne gerne auf der Staubpiste radelt, jedes Steinchen im Blick, der bekommt hier Adrenalin frei Haus. Ehrlich gesagt, endlich darf ich auch mal was drehen, was meinem Naturell der faulen Socke eher entspricht. Offen gestanden, so sehr mir Club auch gefällt generell, wenn ich so viele sportliche Menschen auf einem Haufen erlebe, fühle ich mich immer etwas gehemmt. Darf man im Urlaub nicht einfach auch nur mal faul sein? Darf man, ohne schlechtes Gewissen. Und man darf ihn auch durchaus mal verlassen. Ich habe mich zu zwei Robinsonaden angemeldet. Zunächst geht es mit dem Kutter quer übers Meer. Ziel ist das Inselchen Nysiros. Eine perfekte Caldera und mittendrin ein durchaus noch köchelnder Vulkan, was der Spiegeleiertest eindrücklich beweist. Etwas gruselig, aber wunderschön. Wie liebenswert erscheint da der Bummel durch eines der Minidörfer der Insel Griechenland in homöopathischer Dosis. Aber immerhin. Der zweite Ausflug ist wieder eine Art Club-Bubble. Ein kleines Bötchen für ein Dümpeln entlang der Küste und dem Programmpunkt Familienangeln.
Das gemeinsame Mittagessen soll frisch gefischt werden. Na dann. Viel wichtiger ist der Badespaß direkt vom Boot. Schwimmen kann man zwar auch am Strand direkt vor dem Club, aber diese Felsbucht hat einfach das schönere, klarere Wasser für das Meervergnügen. Derweil wird das Picknick schon angerichtet. Heimlich waren natürlich Kühlboxen mit Fisch an Bord und nun wird zünftig gegrillt. So inszeniert man Urlaubstage für schöne Erinnerungen. Apropos Familie. Auch Daidalos hat ein großes Herz für Kinder. Sie sind schließlich die zahlenden Clubgäste von morgen und werden rundum bespaßt. Ob nun mit Catcar-Rennen um den Pool oder ganz klassisch auf dem Banana-Boat, Hauptsache Kreischfaktor. Aber es gibt auch fantasievolle Animationen. Besonders gefallen hat mir das Picknick für die Kleinen auf der Badeplattform. Oder eine Art von Dreikäsehof-Flashmob, als die Erwachsenen in ihrer Ruhepause einfach mal überrascht wurden von kleinen Wellness-Experten, die mit Naturprodukten für die ewige Jugend manschten. Auch mit Farben einfach herummanschen? Warum nicht? Bei meinem Dreh war gerade Aquarell auf Seide mächtig angesagt. Da fließt nicht nur die Farbe, sondern auch das Glückshormon in der Seele. Bei diesem wunderbaren griechischen Licht und den Farbkontrasten, die sich geradezu einbrennen ins Auge, verwundert es nicht, dass vor allem blaue Wasserfarbe in unendlichen Schattierungen ein bisschen was von der täglichen Postkarte vor Augen einfangen soll. Und auch ich bin immer noch im, unter und am Wasser, aber nichts mehr mit sich faul treiben lassen. Der Clubpool ist auch ein Aktivschwimmbad. Denn auch die Wassergymnastik ist eingemeißelt in die Animations-DNA eines Robinson-Clubs. Aber angesichts der üblichen sommerlichen Hitze auf den Inseln des Dodekanes könnte es weniger angenehme Aktivitäten geben. Ich sage nur, nie war die kühlende Brise einer Klimaanlage wertvoller als heute. Wer mag, hat in jedem Ferienclub die Möglichkeit, sich ausgiebigst um die Selbstoptimierung der körperlichen Erscheinung oder natürlich auch nur der Fitness zu kümmern. Die Räumlichkeiten sind immer gut ausgestattet und Fitnesscoaches immer anwesend, mehr als daheim. Das gilt vor allem in Wochen mit Spezialevents, wo international angesagte Coaches alles dran setzen, um die Clubgäste mit Laune bei der Fitnessstange zu halten. Notorische Couch-Potatoes sollten lieber diese Wochen meiden, um nicht permanent ein schlechtes Gewissen zu haben. Oder sich halt überwiegend in den entspannenden Räumlichkeiten der Wellness-Oase aufhalten. Bei der Behandlung baut man zwar keine Muskeln auf, wird aber dennoch ein bisschen fitter. Darum geht es ja schließlich, egal wo und wie man Urlaub macht, jeder Tag ein kleiner Jungbrunnen. Egal ob selbst erarbeitet, mit heilenden Händen oder straffenden Salben, Hauptsache Bella Figura. Man muss schon zugeben, es gibt wenige Hotels, die täglich den Sonnenuntergang so zelebrieren wie die Robinson Clubs. Vor allem, wenn man so eine Traumlage hat wie Daidalos auf Kos. Auftritt für die Key Royal Society der liebenswerten Hedonisten. Auch in Griechenland gibt man den Buffets eine inspirierende Bühne. Das Auge isst schließlich mit. Für viele Cluburlauber ist die Essenszeit die Lieblingsanimation des Tages. Zum Glück für den Bauch nimmt die Begeisterung über die beängstigend große Auswahl schnell ab. Spätestens beim ersten Panikblick auf die Waage im Fitnessraum. Was besonders schön ist? Sich ab und zu mal den kleinen Extra-Luxus leisten für authentische griechische Mesedes im Spezialitätenrestaurant. Wer braucht schon Hauptgänge angesichts all der Köstlichkeiten? Und die perfekte Location bis zum Dessert kann die Taverne daheim sicher nicht bieten. Während oben auf dem Hügel noch angenehm in den Abend hineingespeist wird, werden die Kinder liebevoll am Strand zwischengeparkt. Ist ja auch viel schöner, sich Geschichten erzählen zu lassen, als am Tisch still sitzen zu müssen. Das Animationsteam hat keine Zeit für ein gemütliches Abendessen. Hinter den Kulissen regiert der Käfig voller Narren. Ein bisschen Travestie, ein bisschen Burlesque, Hauptsache bunt und mit viel Lebensfreude. In den Badeclubs ist die Show abends im Atrium immer noch gut gelitten. Mag auch die Showbegeisterung der Gäste in über 50 Jahren etwas gedämpft worden sein, wo doch auf den heimischen Bühnen das Musical-Amüsement bis in die kleinste Provinz geschwappt ist. Aber We Are Family wird man an keinem Ort im Club so sehr fühlen wie hier. Das liebevoll Amateurhafte gehört zur DNA, auch von Robinson. Die Gäste erwarten keine Profi-Performance, aber die Leidenschaft, miteinander einfach nur Spaß zu haben.
Nach der Show geht es natürlich weiter. Nicht immer so pompös wie auf den wöchentlichen Abschiedsabenden in den Clubs, deren Stammgäste traditionell ihre mindestens 2 Wochen im Zeichen Robinsons verbringen und sich mit einem Tränchen im Auge auf den nächsten Urlaub vorfreuen. Diese Gemeinschaft von anfangs Fremden ist das Faszinierendste. So etwas wird man nach meiner Erfahrung nur in den wenigsten Hotels so finden und deshalb ist Cluburlaub immer noch so erfolgreich.